Nach wie vor hält sich ja die Auffassung, dass die Erde eine Kugel sei, aber das ist natürlich falsch. Sie ist V-förmig, genauso wie die Erholung der Wirtschaft V-förmig ist und wie Aktienmärkte V-förmig sind. Alles ist in irgendeiner Weise ja eigentlich V-förmig und das versuche ich in diesem Video zu beweisen, meine Damen und Herren, und damit herzlichste Willkommen zu eben diesem Beweis der V-Förmigkeit aller Orten. Aber zunächst mal wollen wir uns anschauen, was vielleicht heute für die Aktienmärkte, die dieses V schon längst eingepreist haben, relevant werden könnte. Nämlich Hongkong. Dort hat die Führung, das Parlament, wenn man in Anführungszeichen sagen will, Chinas, nämlich dieses National Security Law für Hongkong beschlossen. Das soll gelten ab 1. Juli. Mithin also ab morgen, heute bekanntlich der 30. Juni und der Juni hat nur 30 Tage, dementsprechend jetzt natürlich erste Reaktionen der USA von Pompeo, aber bisher ist all das doch ein bisschen windelweich. Wir sehen hier Wilbur Ross, der jetzt sagte, was ohnehin klar ist, dass man diesen Sonderstatus Hongkongs entziehen wird seitens der USA, das heißt, Hongkong wird dann genauso behandelt wie China mit den Zöllen etc. etc. Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, zeigt sich hiervon wenig beeindruckt. Wir sitzen am längeren Hebel, sagt er ganz klar. Und in diesem Fall ist das möglicherweise so. Aber kommen wir mal jetzt noch zu einem Thema aus China. Hier gibt es einen Bericht der BBC, dass in China eben ein neues Flu-Virus, also ein Virus, das so ähnlich wie das Coronavirus gestaltet ist, aufgetreten ist bei Schweinen. Angeblich soll das auf Menschen übertragbar sein, sind sehr frühe Berichte. Mal gucken, was da kommt. Die Aktienmärkte in Asien waren zunächst mal gut gelaunt, weil sie das V ganz klar erkannt haben, das ja ohnehin ständig da ist, nämlich hier die chinesischen Einkaufsmanager-Indizes, die offiziellen, nämlich die heute veröffentlicht wurden, ein Ticken besser mit 50,9. Der offizielle Wert 50,3 erwartet. 50 signalisiert ja Expansion, aber wichtig, das ist immer zum Vormonat gemeint. Das heißt, wir haben jetzt eben die Daten aus dem Juni, die zeigen, dass es ganz minimal aufwärts geht im Vergleich zum Mai. Das ist also jetzt auch nicht so der ganz, ganz große Befreiungsschlag. Schwache die Komponente Beschäftigung, by the way. Aber insgesamt sehen wir halt dieses ganz klare V, meine Damen und Herren. Das ist ja klar. Und hier gibt es dann noch einen weniger beachteten Index von Nomura, China Manufacturing PMI. Der fokussiert sich so ein bisschen auf die modernen, auf die aufstrebenden Tech-Firmen. Und hier sehen wir, da geht es schon wieder so ein bisschen nach unten. Aber insgesamt haben wir jetzt doch eine Abweichung gesehen, eine positive Abweichung von der Erwartung, was die Konjunkturdaten betrifft. Wir sehen hier den City Economic Surprise Index. Und der ist steil nach unten gegangen und steil nach oben gegangen. Dieser Index misst immer die Abweichung von der Erwartung. Wir sehen also, dass die Zahlen besser waren jetzt als erwartet. Vor allem die letzten US-Arbeitsmarktdaten waren ja spektakulär gut. Wenn man einfach die Berechnung falsch macht, dann werden auch die schlechtesten Daten letztendlich gut. Das haben die Amerikaner richtig gut drauf. Ohnehin erstaunlich, dass ein Land, in dem es über alles Statistiken gibt, wenn Sie sich Sport anschauen, dann haben Sie Statistiken, wer sich wann an der linken Pobacke gekratzt hat. Aber es ist so, dass eben die Konjunkturdaten meistens so dermaßen stark revidiert werden zum Vormonat, dass man sich fragt, ja Jungs, was macht ihr denn da eigentlich? Wie könnt ihr zu solchen falschen Einschätzungen kommen, die ihr dann so stark revidiert? Aber nur, dass Sie das mal gesehen haben, hier der Macroeconomic Surprise Index, der ganz klar rechtfertigt, warum die Aktienmärkte V-förmig gestiegen sind. Das sei einfach mal ganz klar erwähnt. Jefferies aber, die amerikanische Bank, hat jetzt gesagt, ja, Juni, die Daten waren gut, aber Juli dürfte dann enttäuschend werden, denn man hat hier einen Economic Activity Index und der stagniert seit einiger Zeit. Das heißt, diese V-Erholung, die pausiert, könnte man sagen, also die setzt sich nicht ungebrochen weiter fort. Und wir hatten auch eine V-Erholung, allerdings ein umgekehrtes V eher in Japan mit der Industrieproduktion. Daten heute Nacht aus heute Nacht, minus 8,4%, klare V-Erholung. Nur mit einem Minus davor. Und V-Erholung, hier auch das Stichwort, hier sehen wir den S&P 500 auf Monatsbasis. Und das ist ein bisschen eine schräge Geschichte vielleicht. Und wir sehen hier diese Kerze, wenn Sie das wahrnehmen, meine Damen und Herren. Da sehen wir, dass das möglicherweise hier doch eine
Umkehrkerze sein wird, denn noch ist es zu früh, um das zu beurteilen, aber es ist eben möglich, während der DAX zum Beispiel sich in diesem Dreieck hält, um jetzt mal auf die V-Erholung der Märkte zu sprechen zu kommen. Wir hatten dann diesen Rücksetzer, versuchen uns jetzt hier zu konsolidieren. Das ist der Grund, warum es gestern nach oben ging, nach meiner Auffassung, weil wir zuvor ein bisschen überverkauft waren im kurzen Zeitfenster. Und es gab eben auch die Zahlen hier zu den Coronavirus-Fällen, die diese Erholung gestern nochmal maßgeblich noch, bedingt hat. Hier sehen wir, dass eben hier die südlichen Bundesländer ganz, ganz stark betroffen sind. Und Kalifornien, Kalifornien mit der Los Angeles County vor allem. Hier macht man Strände zu, ähnlich in Florida und in Arizona, dazu gleich mehr. Aber hier sehen wir zunächst nochmal eine Statistik, die zeigt, die Corona-Fälle gehen nach oben, aber die Todesraten gehen nicht nach unten oder nicht nach oben, sondern tendenziell nach unten, stagnieren jetzt. Woran liegt das? Zunächst mal, weil das Durchschnittsalter deutlich sinkt. Es sind diejenigen, die offenkundig in Bars gehen, die also jünger sind, die cornern, wie es teilweise heißt. Oder in Hamburg heißt es inzwischen auch Groten, in Anlehnung an unseren genialen Innensenator, der eine kleine Einweihungsparty gegeben hat, die natürlich nicht gegen Corona-Vorschriften verstoßen hat. Hier sehen wir jedenfalls, dass die Todeszahlen nicht steigen, möglicherweise ein Verzögerungseffekt, dass das später kommt, durchschnittlich zwischen ersten Symptomen im ungünstigsten Fall und dann Tod. 14 Tage gehen vorbei, aber wir sehen, dass eben hier die Zahlen jetzt gestern doch tückisch sind. Wir haben am Montag immer die niedrigste Zahl, einfach weil Laboratorien und Praxen von Doktoren und Doktorinnen geschlossen sind am Montag, am Wochenende oft. Gleichwohl war jetzt das, was wir über das Wochenende gemeldet haben, um 35% höher als das bisherige Hoch an einem Wochenende. Also keine Entwarnung, das sollte man vielleicht nochmal klar sagen. Arizona wird jetzt Bars schließen, Kinos schließen, Fitnessstudios schließen etc. etc. Und das für 4 Wochen zunächst mal. Aber die Anleger sagen sich, ist doch alles schick, die können zusperren, was sie wollen. Je schlimmer die Situation, desto mehr Stimulus. Und genau das ist eingepreist. Genau das ist die V-Erholung, die ich thematisiert hatte an den Aktienmärkten, die natürlich einen klaren Anhalt hat an den Konjunkturdaten, meine Damen und Herren. Und wir kommen jetzt noch zu Deutschland. Glorreich hier, dass das deutsche Parlament, respektive die Parteien, die im deutschen Parlament sind, gesagt haben, ja, die EZB hat nachgewiesen, dass das mit dem QI alles genau richtig und notwendig und angemessen ist. Natürlich ist das total angemessen, weil sonst hätten wir in Europa, in der Eurozone, ein Problemche. Wenn die Deutschen sagen würden, wir machen jetzt nicht mehr mit diese Anleihekäufe, dann wäre die EZB ein kleiner Papiertiger. Und hier noch Lustiges zu Wirecard, Ernst & Young sagt jetzt, dass wohl auch schon die Jahresbilanz 2018 gefälscht ist. Das hat man aber nicht merken können, obwohl man seit 2009 eben schon Wirecard prüft. Aber schauen wir uns mal die Charts an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir die umgekehrte Asienrampe, hier der S&P 500, 3051 aktuell. Wir sehen, dass wir hier also diese Erholung hatten, jetzt nicht so fürchterlich dynamisch, aber Erholung ist Erholung, V ist V, meine Damen und Herren, da wollen wir mal nicht meckern. Was wir hier sehen, das ist der DAX, 12.251, wir waren eigentlich so zur typischen Asien-Rampenzeit, also zur Zeit, wenn man gerne die Futures nach oben zockt, in dünner Liquidität, waren wir eigentlich schon höher, über der 12.300er Marke, aber dann dieser seltsame Absturz. Wir sehen Gold aktuell 1772, bewegt sich wenig, aber wenn, dann tendenziell nach oben. Wir haben Euro-Dollar, der jetzt unter Druck kommt, 1,1215 aktuell. Ups, ich versuche das mal hier ein bisschen zu stauchen. Das droht hier nach unten zu gehen und wir haben das Crude Oil, $39. Und 36, alle Charts, meine Damen und Herren, auf Halbstundenbasis. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen wunderbaren Tag, der aussieht wie ein V, wenn Sie mich fragen. Das Allerbeste heute Abend, das Marktgeflüster. Ich freue mich auf Sie. Bis dann, Servus und Ciao. Die Charts, die waren von Capital.com. Ciao.